Guten Abend. Wer redet, schießt nicht, könnte die Devise lauten. Und so unterstrich Annalena Baerbock vor allem die Gesprächsbereitschaft beim Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov in Moskau. Angesichts der Spannungen entlang der ukrainisch-russischen Grenze sei man bereit, so Baerbock, zu einem ernsthaften Dialog. Ob das der Beginn eines diplomatischen Auswegs aus der Krise ist oder gar einer neuen Annäherung zwischen Moskau und dem Westen, berichtet Jo Angerer. Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten. Die deutsche Außenministerin gedenkt der vielen russischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Ein Zeichen der Versöhnung, das ist Annalena Baerbock wichtig. Vor dem Gespräch der beiden Außenminister Freundlichkeiten, doch hinter den Kulissen wohl ernste Atmosphäre. Das zeigt sich auch auf der anschließenden Pressekonferenz, die mit deutlicher Verspätung beginnt. Wichtigster Punkt, die Ukraine-Krise. Die deutsche Außenministerin will das sogenannte Normandie-Format wiederbeleben, also Gespräche zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland. Ich als deutsche Außenministerin möchte dafür meinen Beitrag leisten. Deswegen habe ich, wie gesagt, in den letzten Monaten eigentlich fast nichts anderes gemacht, als mit Blick auf die Deeskalation in dieser Situation viele, viele Gespräche zu führen. Ihr Amtskollege Lavrov unterstreicht, unsere Position ist klar. Wir müssen uns versammeln, um etwas zu entscheiden und nicht nur um zu reden. Wenn der ukrainische Präsident Zelensky nur sagen will, oh, das war ein wichtiges Treffen, dann brauchen wir das nicht. Entscheidend weitergekommen ist man bisher nicht. Aber immerhin, Türen zugeschlagen wurden heute nicht. Zum Besuch der deutschen Außenministerin in Russland jetzt die Meinung unserer Studioleiterin in Moskau, Ina Ruck. Wie sie wohl klarkommen würden, der alte Fuchs und die 30 Jahre jüngere Neue auf der diplomatischen Bühne, das hatten sich vorher viele gefragt. Ob er sie vorführen würde auf der Pressekonferenz, wie er es mit dem EU-Mann Borrell gemacht hat, ob sie die Coolness haben würde, das auszuhalten. Doch es kam anders. Ein nüchternes Treffen, keine Spitzen, Antrittsbesuch gut über die Bühne gegangen. Aber die Latte hängt jetzt hoch. Baerbock hat auch heute wieder gesagt, sie wolle Moskau und Kiew an einen Tisch bringen. Das hat seit 2019 niemand mehr geschafft. Man merkte ihr an, dass sie Respekt hatte vor diesem ersten Treffen mit Lavrov. Das hat sie nun hinter sich. Die Arbeit beginnt jetzt. Die Meinung von Ina Ruck. Manchmal gibt es zum Geburtstag mehr als nur Geschenke und Glückwünsche, sondern auch einen neuen Job. An ihrem heutigen 43. Geburtstag wurde sie zur neuen Präsidentin des EU-Parlaments gewählt. Bereits im ersten Wahlgang erhielt Roberta Metsola knapp 3/4 der abgegebenen Stimmen und folgt damit auf den italienischen Sozialdemokraten David Sassoli, der vergangene Woche unerwartet gestorben war. In ihrer Heimat Malta machte sich Metsola bislang einen Namen als Kämpferin gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit. Michael Grütz. Ein Foto mit Symbolkraft. Roberta Metsola verweigert in Malta 2019 dem damaligen Regierungschef ihres Heimatlandes den Handschlag. Zusammen mit anderen Europaparlamentariern untersucht sie Vorwürfe gegen die Regierung im Zusammenhang mit dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Angst vor klaren Ansagen hat die Christdemokratin nicht. Die Juristin gehört zu einer neuen Generation von Europapolitikern. Studium an einer EU-Kaderschmiede in Brügge, vielsprachig, verheiratet mit einem Finnen, 4 Söhne. Entspannungsübungen einer Politikerin mit Ambitionen. Unser ultimatives Ziel ist es, die skeptischen jungen Menschen zu überzeugen, 2024 wählen zu gehen und auf diese Institution zu schauen, in der es nicht um das Repräsentieren geht, sondern um die Verteidigung von fundamentalen Werten. Roberta Metsola kündigt an, sich für Vielfalt einzusetzen und gegen wachsenden Nationalismus. Und sie fordert, die EU müsse sich aus ihren Blasen in Brüssel und Straßburg herausbewegen, mehr auf die Straße zu den Menschen. Es wird vielleicht ihre schwierigste Aufgabe. Und nun weitere Nachrichten des Tages mit Thorsten Schröder. Angesichts der Spannungen im Ukraine-Konflikt hat Bundeskanzler Scholz Russland zur Reduzierung seiner Truppen an der Grenze zu dem Nachbarland aufgefordert. Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg kündigte Scholz Moskau wörtlich hohe Kosten an, sollte Russland die Ukraine überfallen.
Stoltenberg betonte die Dialogbereitschaft des Militärbündnisses zu einer friedlichen Lösung. Zum 80. Jahrestag der sogenannten Wannsee-Konferenz der Nationalsozialisten hat Bundespräsident Steinmeier den historischen Ort des Treffens in Berlin besucht. Dort hatten im Januar 1942 hohe Beamte die Pläne des NS-Regimes zur systematischen Ermordung von bis zu 11 Millionen Juden in Europa beraten. Und zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Morgen im Süden und Osten recht sonnig, im Nordwesten dagegen Regenschauer. Das Ganze bei 2 bis 8 Grad.